Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Nomads. Wir sind noch genau da, wo wir stehen geblieben sind. Für mich sind ein paar Stunden dazwischen. Na gut, für euch ein ganzer Tag. Ja. Sind jetzt aber noch beide in Betrieb. Ja, so eine Schnelltaste wäre was Feines, aber kann ja jetzt auch mal ein bisschen angeben. Ich habe die Idee an die Developer übermittelt und sie haben mir geantwortet, sogar ziemlich kurz, also sehr zeitnah. Und sie haben gesagt, sie finden es eine tolle Idee und dass sie sogar meine Videos gesehen haben. Das finde ich total toll. Das begeistert mich. Na, gespannt, ob in den nächsten Patches sowas kommt. Ich würde mich riesig freuen. Bis dahin bin ich dann jetzt auch nicht allzu böse, dass man hier alles per Maus einzeln reinziehen muss. Es gibt letzten Endes schon schlimmere Dinge. Brauchen wir uns nichts vormachen. Oh, weia, ich sehe, wir nähern uns hier langsam schon dem Ende der Möglichkeiten. Wir haben jetzt schon hammer viel Ressourcen gesammelt und funktioniert leider nicht so. Ja. Ich habe scheiße geplant. Eure Idee war sicherlich. Oder ihr hättet es wahrscheinlich anders gemacht. Aber das ist kein Problem. Wir kriegen das hin. Der war ja eh aus. Da voll war. Mit Kupfer. So, ich lasse die hier erstmal noch stehen. Einfach nur aus dem Aspekt heraus, damit ich gleich weiß, wo die standen. Einmal aufwärts, bitte. Beam me up, Scotty. Oh, oh, oh. Ich glaube, ja, Freunde, wir sind am Limit angekommen. Ja. Was machen wir? Kurzfristige Lösung. Zweiter Container. Mehr craften. Wir haben den ganzen Spaß da draußen ja jetzt eigentlich ohnehin nur gebaut, um die 3D-Drucker permanent mit Zeug zu versorgen. Ich muss sagen, ich habe mir heute im Offscreen, ich kann es ja sagen, ich war heute regulär arbeiten und habe mir ein paar Gedanken gemacht tatsächlich, wie wir in den Süden kommen, und ich denke, wir werden das Projekt angehen. Wir werden in den Süden einfach eine ewig lange Hochbahn bauen. So ab dieser Ebene hier ungefähr, vielleicht zum Einsteigen, habe ich überlegt. Also so ab der ersten Ebene, das ist eine gute Höhe.
was im Weg ist da vorne. Berge werden weggefräst. Das ist ein gigantisches Projekt, was ich da für uns geplant habe. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Klar, wir hatten schon mal darüber gesprochen, ob wir es im Sandbox-Modus machen. Aber wenn ich das hier sehe, was hier alles rauskommt an Ressourcen, und das scheint ja irgendwie schier unermesslich zu sein, dann können wir auch mit den Druckern, die wir hier unten, ich hoffe noch in dieser Folge, ansonsten in der nächsten, unten reinsetzen werden, uns permanent versorgen. Der Plan ist, dass es eine wahrscheinlich zweispurige Schienenbahn wird, die einfach nur geradeaus laufen wird. Das ist jetzt nicht so das Problem. Und gedacht ist einfach, dass zwischen diesen zwei Schienen, die dann in die Richtung laufen werden, auch permanent ein Versorgungsrohr und immer so, ja, sobald die WLAN-Range außer Reichweite ist, eine neue gesetzt wird, sodass die komplette Strecke entlang alles auch über dieses WLAN-Signal, ich sage immer WLAN-Signal, Funksignal, übertragbar ist. Wie gesagt, ein riesiges Projekt, aber nur auf diesem Weg können wir dann auch permanent weiterbauen, weil wir uns ja dann durch das Versorgungsrohr immer weiter mit den notwendigen Ressourcen und Gegenständen versorgen können. Ja, soweit die Theorie. Ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt, ob es so wird, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann wollen wir doch jetzt erstmal gucken, dass wir hier ein paar Ressourcen vercraften. Machen wir ein paar hiervon und ein paar hiervon. Und dann schauen wir mal, was da so kommt. Gehe davon aus, dass der Bau der Schwebebahn bestimmt, ja, so an die 10, 12 Folgen sicherlich einnehmen wird. Es wird sicherlich dann und wann auch immer mal langweilig werden, aber es wird sich sicherlich lohnen. Und das alles nur für eine Uran-, Gold- und Silberquelle. Ne? Und Platin war es, glaube ich, noch. Platinum. Bin mir gerade nicht so sicher. Hier war ja jetzt eigentlich alles soweit safe. Das ist alles angeschlossen. Das hier steht auch unter Versorgung. Und jawohl. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach unten und gucken erstmal nach, dass wir das hier mit den 3D-Druckern geregelt kriegen. So, wir haben hier extra so ein Kabüffchen gesetzt. Schauen wir erstmal, wie viele 3D-Drucker wir von den kleinen hier reinstellen können. Okay, das könnten immer zwei nebeneinander sein. Das jetzt. Ah, das passt. Das ist gut. Jetzt eine Spalte zwischen. Sollen ruhig aneinander snappen. Aber so kommt man dann hinterher nicht mehr da rein. Da bin ich ja mal jetzt gespannt. Das ist interessant. Das macht viel einfach. Schade, dass das auf der anderen Seite nicht so gepasst hat, aber guck mal. Ach komm schon. Den gibt's nicht. So. Hier bauen. Das.
Und das bauen wir so. Dann kommt da vorne eine Kurve. Na. So. Hopp. Na. Willst du auch so. Zack. Und zack. Mal schauen, von wo aus genau. Ach, schaut mal hier, wir sind ja schon relativ dicht da dran. Ich glaube. Oh. Ich glaube, wir nehmen den einmal raus und setzen ihn neu ein. Dadurch sparen wir immerhin einen Teil. So, jetzt ist da schon mal die Versorgung wieder gewährleistet. Dann kommen wir hier. So. So und so. Das ist der. Okay. Dann gehen wir ins Baumenü. Machen hier. So. Und dann auf nach oben, würde ich sagen. Den Strom holen wir gleich komplett aus dem zweiten Generator, damit wir den, der hier unten steht, nicht so überlasten. Obwohl, das können wir mal eben machen. Wo wir eh hier rumrennen. Im Baumodus machen wir. Das blendet etwas. Ich habe auch die Taschenlampe noch an. Yep. So. Hopp. Lülülü. Eins, zwei, drei und vier. Ja. Könnt ihr gleich noch so eine Lampe hinsetzen, glaube ich. Schauen wir erstmal, dass wir hier hin. Na. So. Und dann messen wir erstmal fertig, sonst kommen wir da gleich hinterher wieder nicht an die Ecke oben dran. Problematik kennen wir ja schon. Und so. Schauen wir mal gerade, was haben wir denn für Lampen? Wo ist Licht? Mobilität? Nein, Einrichtung. Wir haben ein Deckenlicht. Dann nehmen wir ein Deckenlicht. Baumenü. Hier oder da? Ach, das ist ein Fabrikgelände. Wir machen hier richtig Power. 5000 Watt Lichtstrahler. Vor allem, wenn wir nur 200 brauchen für die 3D-Drucker, dann können wir es uns auch erlauben, da mal ein bisschen Licht zu machen. Ach, das war blöd jetzt. So, den machen wir und den machen wir. Na. Falls ihr euch gefragt habt, warum ich immer wieder da runterlaufe, ich weiß es selber nicht. Jetzt außenrum. Dafür ist es doch da.
So. Jetzt sieht es auch nach etwas aus. Dann machen wir hier das. Und hier machen wir das. Hier machen wir und dann würde ich mal sagen, machen wir hier ein Switch. Ich glaube das. Da wird es dann aber mit der Biopaste eng. Okay, wir lassen den Drucker erstmal aus. Aber die anderen können ja ruhig mal richtig powern. Die restlichen Dinge machen wir dann einfach mal so nach Bedarf, würde ich sagen. Wäre jetzt der Plan. Jetzt alles Carbon hier. Okay. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die Bohrer, denn so wie ich das gesehen habe, haben wir später ein Kupferproblem, ach Quatsch, ein Eisenproblem. Und wir müssen das ja hier mit den Bohrern noch ordentlich hinbekommen. Theoretisch müssten die ja stehen bleiben. So. Was ist das? Dann wollen wir mal gucken. Ist das hier was anderes als die beiden Sachen, die da eh schon kommen? Zwei Sachen. Hier kommt gar nichts. Carbon und Eisen, ne, das sind einfach die Sachen, die wir sowieso schon hier rausziehen. Dann wollen wir es auch nicht, wollen wir es auch nicht länger drauf anlegen. Dann klickt. So. Wohin haben wir denn eigentlich WLAN-Range? Hier auf jeden Fall nicht. Dann setzen wir mal den. Ah, nö, nein. Wohl nicht. Vielleicht hätten wir das vorher abzählen sollen, wie viele das gewesen sind. Nein, das ist falsch jetzt hier. Aber es wäre auf jeden Fall die richtige Länge, wie es aussieht. Wir wollen doch die Richtung. So. Und jetzt brauchen wir wieder das WLAN-Gerät. Ressourcen-Output.
Und dann schweißen wir das hier erstmal zurecht. Ja. Ach so. Anzugbatterie ist leer. Ach komm, wir laden so einmal nach. 200 Schuss, 50 Schuss mehr als in der vorherigen, im vorherigen Tool gewesen sind. Wir haben eine schöne neue kabellose Range. Dann können wir mal. Wohin müssen wir denn ungefähr? Heißt also eigentlich hier so und dann nach unten, richtig? Habe ich mich doch ein bisschen verkalkuliert, aber ist egal. Ich glaube nicht, dass das jetzt so viel ausmacht. So. Dich bauen wir ab. Um den neuen Kollegen hier anzustellen. My sensors show you are slightly thirsty. Okay, dann trinken und essen wir mal schnell ein Häppchen. Wir trinken ein Häppchen und essen ein Schlückchen. Schade, dass jetzt noch nicht die möglichen Ressourcen angezeigt werden. Ist aber auch nicht weiter drauf. Ja, und wir haben wieder denselben Fehler gemacht wie beim letzten Mal. So, jetzt mal den Test. Das wieder abbauen. Es bleibt stehen. Aber ich traue dem Gerät jetzt nicht, weil wir schon diese Negativerfahrung gemacht haben. In der früheren Folge. Hier. Ach. Ich war gerade schon leicht irritiert. Ich dachte, das wäre unser Inventar. Nein, wir bauen hier ein E-Stück. Ich weiß nur noch nicht so genau, in welche Richtung. Also, nicht? So. Und dann. Lep. So. Einmal die Bergbaumaschine. Dann. Zu weit zu. Zack. Und so. Und dann. Wirklich. Oder habe ich einen Knick in der Optik? Das können wir ganz leicht prüfen. So, na. Tatsächlich ein Knick in der Optik. Also es hängt vom Blickwinkel ab.
Nochmal was essen und trinken. Good hydration secured. So. So, 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 so. Den bauen wir ab. Damit es auf keinen Fall am falschen Punkt snappt. Und kommen wir gar nicht mehr dran. Okay, wir gehen in die Grube. Unschöne Fleckchen. Planet hier. Und der Driller. Zack. So, hier holen wir jetzt, wie gesagt, den Strom von oben. Ups. Ah. Achso, klar. Die Oberlichter. Dann erzähl mal. 48% Eisen. Ich glaube, beim anderen Bohrer hatten wir 49%. Aber gut, dieses eine Prozent kann man echt vernachlässigen. Und hier kommt tatsächlich nur Carbon und Silikon raus. Ist nicht schlimm. Hauptsache, wir haben überhaupt Kupfer. Jetzt machen wir mal eben noch, das hätten wir auch vor dem Strom anschließen machen können. Machen wir mal den Test, ob alles ordnungsgemäß gesnappt ist. So, den Container verkleinern, das hatten wir schon. Und jetzt müssten wir, wenn alles richtig ist, die beiden Bohrer mit in der Liste haben. Und da sind sie. Alle beide. Wunderbar. Das hat hervorragend funktioniert. Und hier sind so unfassbar viele 3D-Drucker jetzt im Inventar. Ach so. Ach so. Wenn man die Filter rausnimmt, sieht man sogar was. Wir haben ein paar mechanische Teile. Wir haben hier jede Menge Platings. Wir haben Grundrahmen. Das ist auf jeden Fall erstmal das, was wir die nächste Zeit brauchen werden für das geplante Projekt. Jetzt ist natürlich die Frage, machen wir hier erst die Basis ein bisschen fertig, so mit Dach drauf. Apropos, das heißt, ich habe noch gar nicht geguckt hier, ob es noch irgendwas Neues gibt. Aber dürfte eigentlich nicht, da sind jetzt nicht so viele Stunden zwischen. Nein, nein. Gut. Ja. Wie machen wir's? Vor allem der eine Geschichte da unten benötigt Bio-Container. Das heißt, wir müssen auch noch eine Möglichkeit finden, aber ich glaube, das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, den Bergbau zu automatisieren, ach nicht den Bergbau, den, ja, Pflanzenfarmen und so weiter zu automatisieren. Sobald das der Fall ist, wird wahrscheinlich auch hier das Gewächshaus permanent versorgt mit Samen aller Art, sodass man hier fröhlich pflanzen kann. Genauso kann ich mir sehr gut ein Wasserrohr vorstellen. Also so eine Art Ansaugpumpe, die dann da unten Wasser generiert. Also es ist ja da, man muss es nur einsammeln, aber dass es auch automatisiert funktioniert.
Und die Flaschen dann entsprechend übers Förderband transportiert werden können. Jetzt schauen wir uns mal eben gerade was an. Da. Vollautomatische Maschine, die in metallische Adern bohren kann und Ressourcen ernten. Kann an ein Förderbandsystem angeschlossen werden, benötigt Elektrizität. Okay. Ich hatte mir erhofft, man könnte tatsächlich vielleicht auch Wasser damit pumpen, aber gut. Man muss ja nicht alles können. Wir könnten mal eben schauen, ob die Geschichte mit dem Wagenheber jetzt gefixt ist, ob man sie hier auf den Foundations nun noch platzieren kann. Oder, also es snappt zwar, aber es wird rot angezeigt. Der Begründung keine. Also wir müssen es tatsächlich nach wie vor hier irgendwo in eine Knüste bringen, wenn wir das Fahrzeug ein bisschen modifizieren möchten. Und das Ganze darf natürlich auch nicht zu weit außerhalb. Ja, gut, dann gehen wir jetzt erstmal eben ein Ründchen schlafen. Zack, zack. Essen und trinken erst was und gehen dann schlafen. So. You are well rested. Sehr gut. Und passend zum Sturm wieder aufgestanden. Es ist ja immer noch nicht hell. Mal ein bisschen Zeit verstreichen. So. Gut, dass da direkt ein Fenster neben der Schlafkabine ist. Also ich würde ja eigentlich wirklich gerne diese Offroad-Reifen montieren. Aber das Problem ist einfach, der Wagenheber. Die Range ist nicht weit genug. Hier ist dann auch schon vorbei. Eine gute Idee wäre vielleicht hier noch drunter zu graben. Keller haben wir da ja eh schon. So eine Art. Und dann unter der Basis einfach so ein paar, also unter den äußersten Fundamenten quasi, auch eine, so ein Output zu setzen einfach. Das erhöht ja dann die Range hier in den Bereich enorm. Bin noch in der Range. Okay, dann passt mal auf. Wir versuchen das einfach mal so weit wie möglich wegzusetzen. Ja, ich glaube, das braucht ja auch Strom. Gucken wir mal, ob der Strom hier lang genug ist, um bis zu dem Gerät da vorne zu reichen. Ach komm. So weit ist das jetzt auch nicht. Und schon wäre das Ganze wieder ein Punkt fürs die Solarzellen. Kommt da noch mal rein.
das da. Was so ein bisschen aussieht wie Flugzeugturbinen. Macht man die im 3D-Drucker? Macht man dauernd 10 Sekunden? Kosten 1 und 1 davon. Das tut sich nix. Machen wir das jetzt einfach mal so. Und dann lassen wir den Kollegen hier parallel dazu die Dinger craften. War hier schon was? Ja, okay, hier ist was. Gange, hier ist auch was zugange. Da auch. Hier aber nicht. Dann machen wir hier mal. Was passiert denn, wenn wir hier 50? Dafür haben wir sogar genug Biomasse-Container. Dann machen wir das doch mal. Hier fehlt uns Kobalt und Aluminium, alles klar. Das müssen wir jetzt eh besorgen. Also nicht jetzt, aber es ist dort unten im Süden und dorthin werden wir eine Bahn bauen. Mit dem Auto ist es doch sehr beschwerlich, auch wenn es Offroad ist. Mir einfach mal, ups, haben wir jetzt so eine Batterie da. Batterien reichen 3 Stunden 20 Minuten. Schon. Funktioniert das. Gucken, ob wir noch mit dem Auto fahren können. Von dem wir natürlich auch sinnvollerweise überhaupt nicht den Motor deaktiviert haben. So. Ich hoffe, das funktioniert. Funktioniert. Ups. Bitte ein bisschen höher. So. Dann wollen wir uns mal mit den neuen Reifen vergnügen. Kostet das gleiche wie die alten. Heißt, wir haben weder Ressourcenverbrauch noch Verschwendung. Aber sie sehen erheblich geiler aus. Vorsichtig. Bloß nicht zu viel wegnehmen hier. Und. So. Na, wie wär's mit Snappen? Sehen schon mega aus. Also mit dem Profil haben sie auf jeden Fall ein bisschen mehr Grip als im Vergleich hier diese Straßenräder. Jetzt kommen wir Richtung Offroad. So, ihr dreht euch. Moment mal, jetzt muss ich überlegen. Da ist richtig, dann sind die verkehrt herum. Fit to Torque. Okay, die Option ist neu. Lenkung. Und das. Set to Speed. Weiß ehrlich gesagt nicht, was Torque bedeutet. Vielleicht heißt es Gelände. So, schön auf langsam stellen. Wir wollen schön langsam fahren. Jetzt muss ich mal gerade überlegen.
Umgekehrte Lenkung. Und die Richtung in. Ach komm, wir haben den so hochgehoben und können nicht drunter herlaufen. Was ist das denn? Langsam. So. Und nee, war alles korrekt. Okay. Eigentlich aus jetzt. Jetzt aus dem Baumenü rum. Ein Akku-Pack pro Reifen. So wie bei dem vorherigen Auto auch. Scheint ja irgendwie besser zu funktionieren dann. So, die sind alle aufs gestellt. Dann lassen wir uns mal überraschen, was der Trecker so kann. Können wir das nicht deaktivieren einfach? Ja, schön. So, wir gehen in die Vogelperspektive. Aber die Fahrt gönnen wir uns leider erst in der nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.